Warum habe ich es eigentlich so schwer? Oh, danke, danke, dass du uns Sicherheit bietest. Aber wer bist du überhaupt? Ich bin die Nordatlantische Friedensorganisation und wurde 1949 mit 10 europäischen Staaten sowie der USA gegründet. Unser Ziel war es damals, gegen die UdSSR anzukämpfen. Heute wollen wir 28 Mitgliedstaaten gegen Krieg und für Demokratie und Frieden arbeiten. Ach so, okay. Und was macht ihr, um dieses Ziel zu erreichen? In Afghanistan herrscht zurzeit eine Diktatur und wir versuchen dort eine Demokratie aufzubauen. Das heißt, wir wollen den Menschen zeigen, dass sie auch etwas sagen können. Auch wollen wir in Europa und am liebsten auf der ganzen Welt Frieden schaffen. Wir denken, das wird durch das Schaffen von Demokratien gefördert und auch durch das Schließen von Bündnissen. Sollte eine Naturkatastrophe auftreten, würden wir mit Nachsorge den betroffenen Menschen helfen, um eine weitere Katastrophe zu verhindern. Außerdem helfen wir beim Aufbau von Gebäuden. Außerdem kümmern wir uns um den Umweltschutz und kämpfen gegen den Treibhauseffekt an. Grundlegend sind wir eine Organisation, die Frieden sichern, die Umwelt schützen und Menschen glücklich machen will.